Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ja lange mal wieder eine neue Manga-Vorstellung. Ich versuche in nächster Zeit mal wieder öfter Manga-Vorstellungen zu bringen. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht lange drum herum, sondern starten auch direkt. Und zwar mit dem Manga Kamen Rider Spirits. Dieser ist von Ishinomori Shotaro und Muraeda Kenichi. Und erscheint seit 2001 im Magazin Z. Wobei man sagen muss, der Manga ist mittlerweile abgeschlossen. Und zwar mit 16 Bänden, wobei abgeschlossen, ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, denn der Manga hat einfach nur das Magazin gewechselt und läuft unter Shin Kamen Rider Spirits jetzt in einem anderen Magazin weiter. Da hat der Manga, soweit ich weiß, aktuell 14 Bände, also haufenweise Kamen Rider Bände, einem für Kamen Rider Fans. Und ja, wieder Shin Kamen Rider habe ich jedoch nicht. Also Shin Kamen Rider Spirits, ja, worum geht es denn jetzt in Kamen Rider Spirits? In Kamen Rider Spirits ist es mehr oder weniger eine Fortsetzung der Showa-Era Kamen Rider. Diese nämlich, also das sind die ganz alten Kamen Rider, diese haben sich jetzt auf der Welt verstreut und bekämpfen weiterhin die böse Organisation Shocker, die halt immer noch ein bisschen existiert und weiter Unfrieden plant. Und ja, die Rider sind jetzt auf verschiedenen Kontinenten und ja, wieder kämpfen gegen Shocker. Soweit die Story. Meine Meinung zum Manga ist, er bietet durchaus gute Kämpfe. Man muss auch sagen, die Kämpfe sind an einigen Stellen recht brutal. Brutaler als in der Serie. Aber, ja, das war's eigentlich auch. Die Charaktere sehen alle sehr ähnlich aus, unverwandelt, die Rider. Und auch sonst, ja, es sind halt immer mehr so einzelne abgeschlossene Geschichten. Sicherlich werden die irgendwann Großes und Ganzes bilden, denke ich mal. Aber, ja, ich weiß halt nicht so recht. Mir sagt das Ganze jetzt nicht so zu, weil ehrlich gesagt, alles, was man in Kamen Rider Spirits hat, bekommt man in anderen Manga tausendmal besser. Wie gesagt, die Kämpfe sind ganz nett. Die Story, ja, wie gesagt, der wird irgendwann einen Zusammenhang sicherlich geben. Aber an sich, das gibt es in anderen Manga nun mal besser. Von daher, ich schaue ab und an gerne mal Kamen Rider. Würde mich jetzt nicht als großen Fan bezeichnen, aber ab und an schaue ich gerne mal Kamen Rider. Auch wenn ich mal eine ältere Staffel sehe, schaue ich auch sicher mal eine ältere Staffel, aber Kamen Rider Spirits richtet sich vor allem an Hardcore Showa Rider Fans. An die richtet sich Kamen Rider Spirits. Und ja, für die ist der Manga, glaube ich, auch gemacht. Deshalb meine Empfehlung, jeder, der so wie ich Kamen Rider ab und an gerne mal schaut, der braucht sich den Manga nicht zu kaufen, weil er findet wieder tausend bessere Manga als Kamen Rider Spirits. Andere Kamen Rider Fans, die schon größere Kamen Rider Fans sind, jetzt aber keine Hardcore Showa Rider Fans, die sollte mal reinschauen und sich ein Bild von dem Manga machen und dann überlegen, den könnte der Manga gefallen, könnte ihn aber auch nicht gefallen, das ja, muss jeder selbst wissen. Wen ich den Manga aber wirklich ans Herz legen kann, sind wirklich Hardcore Showa Rider Fans, denn davon gibt es in den Kamen Rider Spirits genug, die auch kommen die nur vor. Und wer die alten Serien liebt und will ein Hardcore-Fan ist von der Showa Riders, der wird richtig viel Freude mit diesem Manga haben. Und ja, mehr kann ich ehrlich gesagt dazu auch nicht sagen. Das Gütesiegel gibt es immer nicht. Ich spreche keine Empfehlung für einen Manga aus. Wie gesagt, mir selbst gefiel jetzt auch nicht wirklich, weil, ja, bekomme ich in anderen Manga, wie gesagt, tausendmal besser. An sich, wie gesagt, ich will nicht unbedingt sagen, dass es ein schlechter Manga ist. Mir gefiel er nicht, aber wie ich schon sagte, wirklich viel, richtig gigantisch viel Freude, wenn vor allem Showa Kamen Rider Fans haben. Und die andere Kamen Rider Fans sollten mal reinschauen. Aber vorher will ich einen Blick reinwerfen. Und ja, die Kritikpunkte habe ich auch schon aufgezählt, wie gesagt. Was wirklich sehr, sehr störend ist, ich erwähne es gerne nochmal, dass die Kamen Rider irgendwie unverwandelt sehr gleich aussehen. Und sonst, ja, alles andere habe ich schon gesagt. Mir selbst gefällt der Manga nicht, deshalb gibt es diesmal auch keine Empfehlung von mir. Aber wie immer gibt es natürlich noch ein paar Bilder aus dem Manga. Und ja, ich würde sagen, damit starten wir dann ja auch jetzt. So, dann gibt es mal wieder ein paar Bilder. Hier das Cover nochmal vom Band 1. Kamen Rider hat auch immer eine nette Farbseite, hat jeder Band. Wie gesagt, hier sehen die Zeichnungen sogar ganz nett aus. Also die Farbseiten sind wirklich schön, das kann man nicht anders sagen. Hier nochmal. Und hier sieht man auch noch ein paar Bilder draus. Na, dann gibt es hier noch eine Farbseite. Also damit werden wir wirklich überschüttet. Noch mehr.
Und das Besondere ist, im Manga drin sind auch noch Farbseiten. Vorausgesetzt, ich finde die Stelle jetzt. Na. Ja, genau, ich hatte mir sie doch. Im Manga gibt es auch noch Farbseiten. Und nicht nur im ersten Band, das zieht sich immer mal durch die Reihe. Nicht in jedem Band, aber ab und an hat ein Band mittendrin auch nochmal Farbseiten. Also das ist wirklich ein großes Lob, was man im Manga haben kann. Ja, und hier sehen wir dann so ein paar Kämpfe. Dann kommt jetzt noch was aus Band 8. Und Farbseite. Oh, hier ist der Band, hat kein ausklappbares Poster. Aber hier sehen wir irgendwie einen Kamen Rider gegen ein Monster kämpfen, gegen so ein Korallen-Tentakelviech. Irgendwelche anderen Charaktere. Ein heulender Junge. Ah, ja, dann hatten wir eben gerade noch, glaube ich, ein nettes Bild. Na, wir nehmen das nochmal wieder. Also sieht ja auch noch etwas mehr aus dem Manga. Noch hier findet das Bild nicht. Also ein Kapitelblatt. Wieder startet auch immer mit einem neuen Part. Wieder von Kapitel 1. Das hier ist Kapitel 3 von irgendeinem anderen Part, der jetzt losgegangen ist. Kamen Rider hier noch. Au revoir. Kamen Rider. Jo. Und was aus Band 15? Wie gesagt, der Manga ist mit 16 Bänden nicht abgeschlossen. Es geht in Shin Kamen Rider Spirits weiter und hat nur das Magazin gewechselt. Oh, hier sehen wir aber mal ein Monster. Irgendwie so ein Echsenviech. Und ja, wer das ist, keine Ahnung, den kenne ich nicht. Wer das sein soll, weiß ich auch nicht. Irgendwelche Soldaten. Okay. So ein komischer Cowboy-Verschnitt, der ist auch noch mit dabei. Das taucht auch ab und an auf. Ja, und hier sieht man, dass der Manga doch um einiges blutiger ist als die Serie hier. Stronger ist das, glaube ich, hier Blut überströmt. Ja. Hat auf jeden Fall einige nette Sachen, aber wie gesagt, mir selbst hat der Manga jetzt nicht so zugesagt. Ja, ich würde sagen, das war's mit der Manga-Vorstellung zu Kamen Rider Spirits und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also dann, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.